Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Xenage TV und zur neuen Aktion Experimentaufzeichnung zu grafischen Gegenmaßnahmen. Offensichtlich ist das wieder eins von diesen Events, bei denen wir uns gegenseitig unterstützen können. Das sollten wir auch tun. Und zwar während des Aktionsreisens kannst du mit Proben mit deinen Freunden tauschen. Ich bin noch nicht ganz sicher, es geht um Fotos machen. Aber wir schauen uns das jetzt einfach mal an und gucken, was dabei rauskommt. Bekämpfe den Pummelrobben-Banditen. Warte mal. Geh mit Paimon im Hof von Fontaine spazieren. Okay. Falsch. Der Pummelrobben-Bandit. So sieht's aus. Na gut, dann gehen wir mal hier ein bisschen spazieren und gucken, was dabei so rauskommt. Könnt euch auch gerne. Oh, mein neuestes Video. Snappity snap, printy printy printy, stackity stack stack stack. Whoa, those two are kind of big deals. Hey, you two! Can I take your picture? Huh? Does she mean us? Why does she want our picture? Guess we better get used to the celebrity treatment, huh? Can't blame the fans for wanting a photo of their heroes. But if this is for anything besides your own personal use, then we're legally allowed to charge you. Wait, what would they call it here? An appearance fee? Photoshoot fee? Absolutely! It's just an honor to be able to photograph the Ace Adventurer duo. How does 1.5 million more sound? Sure, that sounds fine! Hold up, how much did you say again? 1.5 million? Depend on you, that right? That's a lot of more for just one photograph. Maybe a little too much. Are we really worth all that? You guys are overreacting. This measly 1.5 mil is just the start. If you're interested in working with me as a photographer, you could potentially be taking home anywhere up to 9 figures. Snap some snaps and stack those stacks. 9 figures? That's... wait. Every 1,000 is 3 figures, plus 1 for the 1, so 1 million, that's 7, plus 2 is 10 million, 100 million, 100 million! Yeah, this all sounds too crazy, even for Paimon to fall for it! What kind of racket are you running here? You planning on flashing a couple of famous faces to con innocent people? Con innocent people? You took the words right out of my mouth. But you got it back to front. My goal here is to rid Teyvat of everyone out there who's trying to con innocent people. Help me out, and there'll be a big bonus in it for you. Whoa, back up a little. Seems you skipped a couple of steps. How did you get from photography to crime fighting? Well, it all has to do with an important problem in law enforcement that often gets overlooked. Target recognition. Common sense says that if Gardamex want to fight crime, the first thing they need to do is identify who's a criminal and who isn't, right? But what happens when a Gardamex mistakes an honest citizen for a criminal, or sees someone brandishing a weapon in public but fails to flag them as a potential threat? Then you've got a huge problem. Think of the poor fisherman whose fishing rod gets mistaken for a spear, or the crafty crook who carries around a metal pipe to club his victims with, but dismissed as a regular plumber. Okay, fair enough. You're kind of making sense now. Great. Okay, so let's say I disguise myself as a cat, or a dog, or a finch, or a
pigeon, or maybe even a blubber beast, because why the heck not? So, I'm walking around the city streets like an escaped amusement park employee, and a Gardamek sees me. How do you think it would respond? That's cheating! A Gardamek's not gonna do anything to some cute little critter! Also, what kind of blubber beast would even want to come to the city anyway? Bingo! Right answer. Gardamek are incapable of registering cats, dogs, finches, pigeons, and, of course, blubber beasts as potential targets. Their image recognition system actually ignores them completely. It is actually fairly logical if you think about it. Removing all the near-zero-risk entities from the target database boosts performance in most situations. But here's a quote from a recent report in the Steambird. Several keen-eyed thieves who noticed a flaw in the Gardamek's detection systems disguised themselves as blubber beasts during the commission of their crimes. Completely blind to the would-be blubber beasts, the Gardamek made no attempt to intervene in the thefts committed by the gang. Wait, so this actually happened? And the Gardamek really didn't catch them? Okay, that's pretty gutsy, but also kinda horrifying. What if they get bored of petty theft and move on to something even worse? They could get away with anything. Exactly! And that's why we have to fight these criminals in the domain of technology. It's turned into an ongoing tug-of-war between their disguises and our image recognition capabilities. And I, Lapine Pauline, specialist in graph adversarial technology, am determined to do my part towards a crime-free future for Fontaine. Currently, I'm in the process of collecting sample images. Once I have a large enough pool, I'll use that to develop a simple but powerful and highly accurate image recognition algorithm that runs on a small graphical processing module. Any clockwork mecha installed with this module will instantly be able to recognize people wearing disguises and accurately assess the criminal threat they pose. And, if all goes to plan, the Palais Mermonia will jump at the chance to have these installed on every Gardamek in the city. It's the business opportunity of a lifetime! Paimon's getting deja vu. Let me guess, you're a homebody researcher who prefers to stick to the city, limiting your potential sample size. And the reason you want to work with us is because we can go out into the wild and help you get all the other photos you need, right? Wow! Right again! Down to the last detail. It sounds like the Ace Adventurer duo has seen it all before. What do you say? Join my project, become a graph adversarial technology specialist, and together, we can expose every costumed offender in Fontaine. Crucially, with your help, we can build a solid graph adversarial tech pipeline and take Fontaine's technology and law enforcement capabilities to the next level. Everybody wins! This does sound like it's for a good cause. Forget the morrow. We can't stand by and do nothing. There are criminals out there giving blubber beasts a bad name, and that's something Paimon won't stand for! Great! And just like that, welcome to the team! Okay. Take this. It's an image recognition sample collector. It contains recording and analysis equipment that I designed myself, and comes complete with a user guide. I've already looked through lots of images from all over to determine the key features of the samples I'd like to collect. All you need to do is work your way through the guide, get the pictures, and bring them back to me. Simple. Let's get this show on the road, everyone! We must win the tug of war against evildoers and score some big ticket orders from the Palais Mermonia! Eine vertonte Aktion. Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Verwende während des Aktionsraums den Fotoapparat für grafische Proben, um Fotos von der Lepimponi vorgegebenen Ziele zu machen und je zufällige Probe mit unterschiedlichen Merkmalen zu erhalten. Pro Tag stehen dir 10 Filme zur Verfügung und die Filme eines jeden Tages werden am nächsten Tag gelöscht. Okay. Während des Aktionszeitraums kannst du Proben mit deinen Freunden tauschen. Alles klar. Let's fucking go. So, bleibt nur die Frage, was genau ich aufzeichnen soll. So, Aktionsdetails. Überwiegend kugelförmiges.
das im Handbuch zu den Produkten von Teva zählt. Ja, dass die da steht, weiß ich. Überwiegend kugelförmiges. Okay. 10 Filme. Also ich kann 10-mal Sachen aufnehmen. Ja, das ist ein Apfel. Das stimmt. Ah. An dich verschenkt. Oh, danke, Winston. So. So, dann habe ich schon mal ein Blau. Ey. Weiß noch nicht genau, wofür ich das brauche, welche Farben, aber schauen wir mal. Überwiegend kugelförmiges. Ich hab's doch irgendwo den Teleporter, den ich ständig nehme. Was ist der? Ich glaube, war hier oben. Nee. Was ist der? Der war's. Aber die sind nicht kugelförmig. Seid ihr kugelförmig? Das zählt. Oh, nice. Oh, ich muss aufhören. Oh Gott. Der macht einfach immer weiter. Äpfel. Nicht rot. Hm. Überwiegend rund hier so ein Zitronenbusch. Ist auch wo so einer ist. Warte mal. Auch gelb. Fuck. Haben wir denn da noch? Ja, einfach mal hier in die Dings gucken. Hier Blasenorange, ja. Äpfel habe ich schon. Dämmerfrüchte. Blasenorangen. Oh, wo habe ich denn sowas? So, in Fontaine. Oh, war hier nicht irgendwo ein Baum? Baumbusch? Buschbaum? Hier oben. Und ihr ein paar Blasenmandarinen, Freunde? Was haben wir noch? Irgendwo lagen hier doch so ein paar blöde Blasenmandarinen rum. Komm schon. Fuck. Oh, die hätte ich vielleicht einfach nicht einsammeln sollen, wa? Ups. Egal. Versuche zu überlegen, wo. Noch so Blasenmandarinen wachsen könnten. Ich meine, hier hinten gab es ja diese Quest mit denen, aber.
Was mit euch? Oh, braun. Lila. Okay. Da. Da sind Blasen. Da mache ich jetzt die letzten zwei raus. Okay. Tada. Scheint auch tatsächlich egal zu sein. Heute aufgebraucht. Weil es offensichtlich nicht immer dasselbe gibt. Produktionsdetails. Achso, da muss ich dann hingehen, oder was? Aber wenn die Aktion nur 4 Tage geht, wie soll ich denn dann... Oh Gott, warte mal. Kann ich mich direkt zu ihr porten? Ne, kann ich nicht. Hm. Verpasst habe ich die eigentlich nicht, außer vielleicht gestern, aber... Wie war eure Ausbeute? Tausch bestätigen. Oh. Ach, hier, das Zeug. Hm. Muss mal eben eine Waffe upgraden. Du. Nicht anlegen. Aufstieg. Mittwoch, Samstag, Sonntag. Hey, das ist heute. Aber. Komischen Ketten. Habe ich da noch was von? Muss ich auch mal eben neu machen. Sorry. Aufstieg von Waffen. Fuck! Na gut, dann eine andere Waffe. Ich brauche noch was ausgeben. Nö. Ach egal, ich mach's einfacher. Wo sind die Dinger denn? Mystisches Verstärkungsherz. Muss ja hier sein. Sollte man meinen. Irgendwie. Wo versteckt es sich? Bin ich blind? Bin ich blöd? Ich bin blöd. Das ist nur Essen. Das ist Holz. Hier sind das Zeug, aber... Es muss hier irgendwo sein. Ich find's nur nicht. Scheiße. Wo ist es? Da. Gott, wie kann man so blind sein, oder? Ist es hier tatsächlich nicht? Hä?
Waffen, Artefakte, Figurenverbesserung. Okay, Figurenverbesserung ist ja Quatsch. Material. Bist du hier? Bist du hier? Also entweder hier oder in Figurenverbesserung, auch wenn. Alter. Hä? Wo ist das Zeug? Bin ich so blind? Eine Suchfunktion wäre echt mal nice. Ich habe ein Brett vom Kopf anscheinend. Ich sehe es nicht. Seht ihr es? Ich sehe es nicht. Also ich bin mir sicher, ich habe das schon mal gemacht. Hier schon mal weggeschmissen. Aber jetzt finde ich da null. Braucht man hier von jedem mal. Okay, ja gut. So, dann tauscht mal schön, Freunde. Probentausch. Gelb hat irgendwie jeder, ne? Tod macht anscheinend gar nicht mit. Winston kriegt natürlich erstmal einen zurück. Oh, wer kann denn hier noch Gelb brauchen? Also ich brauche Rot und Lila, Freunde. Da, guck mal. Nightmare. Einen hätte ich noch. Auch rot und lila, der Akasa. Die. So. Haut alles raus, was es rauszuhauen gibt. Okay. Ja, okay. Ja, müssen wir wohl über Tauschen regeln dann. Ich hoffe, wir haben Glück. Okay. Und gleich werde ich erstmal suchen, wo diese scheiß Verstärkungserze sind. Das kann doch nicht wahr sein. What the fuck? Wieso tauchen die hier nicht auf? So blind kann doch kein Mensch sein. Wahrscheinlich habe ich sie jetzt einfach 6-mal überscrollt oder so. Das hier ist nur für Figurenverbesserung. Hier ist es nicht bei. Das ist nur Essen. Da muss es ja hier so bei sein. Ich gucke jetzt noch einmal durch. Das kann doch nicht wahr sein.
Fische. Zutaten, Zutaten, Zutaten. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich finde auch nicht die Kleinen, also ich finde keine von den drei. Das ist schon komisch. Oder haben sie es hier unter Waffen eingelagert? Nein, oder? Sie haben es unter Waffen eingelagert. Diese Fotzen. Nein. Wer soll das denn finden? Oh. Dann könnt ihr nämlich hier drauf gehen und einfach sagen, hey. Ich möchte gerne 9000 zerstören. Nein, vielleicht nicht. Ja. Na gut. Gut, dass es keinen Min-Knopf gibt. Aber so 100 kann man ja mal. Kann man ja mal wegmachen. So. Wieder ein bisschen Platz hat. Ja, keine Ahnung. Ich habe zu wenig Waffen, um die abzugraden. Stoß mit diesen Erz immer an. Keine Ahnung, warum das überhaupt ein Cap hat. Ja. Das macht nämlich bittechnisch keinen Unterschied, ob ich jetzt 10.000 habe oder 99.000. Sind beide alles 5 Zahlen. So. Gut. Ja, okay. Egal. Reg ich mich später nochmal drüber auf. Dann tauschen wir ein bisschen hin und her, um hier die Urgesteine abzugrasen, Freunde. Lipin, Pauline, finde ich gut, dass sie es vertont haben. Also, ungewöhnlich für so eine kleine Aktion eigentlich. Die nur, keine Ahnung, 6 Tage geht oder so. Aber macht ja nichts. Haut rein. Tauscht mir unbedingt diese Scheiße, sonst kriege ich das niemals fertig. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.